Jetzt geht's los. Anlauf wird präsentiert von der Heimatkrankenkasse. Englische Wochen sind natürlich sehr mühsam, aber ich glaube, dass für jeden Fußballer einfach super ist, wenn man jeden zweiten oder dritten Tag ein Spiel hat. Jetzt haben wir noch das dritte Spiel gegen Sandhausen und ich glaube, dass jeder motiviert ist und auch alles geben wird, dass wir auch dieses Spiel gewinnen. Ja, klar sind sie ein bisschen schwer, aber die Motivation überwiegt dann doch. Wir freuen uns jetzt, dass wir wieder auf dem Platz stehen können und versuchen natürlich dort die drei Punkte zu holen und dass wir dann mit einem mehr als ordentlichen Ergebnis aus dieser Länderspielwoche rausgehen. Ich glaube, dass die aber auch einen breiten Kader haben. Die werden halt auch rotieren, schätze ich mal. Aber ich glaube, dass wir, wenn wir mit der Einstellung auftreten wie am Dienstag, dann können wir dort auch vielleicht mal den ersten Auswärtssieg einfahren. Und ja, ich bin guter Dinge, dass wir das auch schaffen können. Die können ja auch rotieren. Es ist ja nicht so, dass dann zwingend die elf Gleichen wieder auf dem Platz stehen. Ansonsten wird es halt wahrscheinlich, einfach wird es nicht, weil die doch sehr, sehr kompakt sind. In der Vergangenheit waren es schon auch immer enge Duelle dann. Wir müssen nicht auf Sandhausen schauen, sondern wir müssen auf uns schauen, dass wir wieder diese Leidenschaft, diesen Willen, diese Aggressivität an den Tag legen, wie gegen Düsseldorf. Und dann sieht das natürlich wieder für uns ganz gut aus. Ja, ich habe mir gestern schon Filme runtergeladen und werde mir da ein, zwei Filme anschauen und ja, locker Musik hören. Ich glaube, die verbringt jeder unterschiedlich. Ferngucken oder Filme schauen, schlafen, keine Ahnung. Da hat jeder seine eigenen Dinge. Ich lasse mich da überraschen. Wenn ich müde bin, dann haue ich mir ein bisschen aufs Ohr und ja, sonst mal gucken. Ja, ich glaube, dass sowas immer bitter ist und ich glaube, da sieht man mal, wie man es hat, wenn man gesund ist. Und ja, ich wünsche Christopher natürlich nur das Beste, dass er schnellstmöglich wieder am Platz steht und ja, wir werden schauen, dass wir das jetzt für ihn rocken, dass wir nicht absteigen. Ja, natürlich ist es sehr, sehr bitter für ihn. Der hat natürlich diese Saison nicht gerade mit Glück bisher bestreiten können. Wie wichtig er ist, hat er in einigen Spielen gezeigt. Das tut uns natürlich extrem leid, weil er uns natürlich jetzt in den letzten Spielen enorm geholfen hätte. Natürlich wünsche ich ihm auch auf dem Weg mit die gute Besserung und komm wieder stärker zurück, aber da mache ich mir über dir gar keine Sorgen. Ja, jetzt müssen halt andere in die Bresche springen und den Kahn aus dem Dreck ziehen, mehr oder weniger. Ich glaube, dass wir in der ersten Halbzeit einen super Auftritt hatten. Jeder hat für jeden gefightet und genau das müssen wir jetzt am Freitag auch am Platz bringen und auswärts auch mal einen Dreier einfahren. Ja, einfach wieder das gleiche Spiel machen mit dieser Aggressivität und dann halt mit dieser Leidenschaft, mit dem Willen, mit dem unbändigen Willen dann auch, wird es dann natürlich schwer für Sandhausen uns dann zu schlagen. Es ist die Bewegung, die Möglichkeit einfach über seine Grenzen hinauszugehen, es ist vielleicht auch ein bisschen das Gefühl zu fliegen. Mir ist wichtig, dass man sich auf die Krankenkasse verlassen kann.